Oh, hallo, könntest du mir mein Haus Farben streichen? Es könnte wirklich etwas freundlicher aussehen. Und damit willkommen zurück zu Lego Worlds. Ihr seht hier gerade eine kleine Rückblende, deswegen ist das hier auch gerade alles so ein bisschen schwarz-weiß angezeigt. Denn der Whitey hat so ein bisschen kurz alleine gespielt, weil er eben gesagt hat, wir finden einfach nichts mehr und wir müssen ein bisschen suchen. Und dann seht ihr jetzt gerade im Hintergrund hier, was der Whitey in dieser Zeit, wo er eben alleine gespielt hat, unter anderem freigeschaltet hat. Nämlich zum Beispiel diese Dame hier. Na, das sieht doch wunderbar gruselig aus. Genau. Also haben wir noch einen Knochen bekommen und wir haben auch noch diese Spinnendame hier freigeschaltet. Weiter ging es dann etwas später bei dem Ego Whitey. Und zwar ging es im Dschungel, im Sumpf hier mit ihm weiter. Dort hat jemand getroffen, Kumpel, ich brauche ein Versteck. Kannst du mir nicht helfen? Dort sollte er also ein Versteck für jemanden bauen. Das hat er dann natürlich auch gemacht, so nett wie er ist. Und daraufhin hat der andere dann eben noch gesagt, Junge, Junge, das ging fix, bist du schon fertig? Und der Whitey hat natürlich gesagt, na klar, ist er fertig. Somit konnte er dann auch heroisch den Sumpfgauner mit dem 3-Tage-Bad freischalten. Aber das war noch nicht alles. Whitey hat nämlich noch jemanden im Sumpf gefunden, und zwar so eine Labortante da. Da sollte er auch was für sich zusammenbauen. Das hat er natürlich gemacht, weil er so lieb ist. Und dafür gab es dann auch einen weiteren goldenen Stein, nachdem er jetzt lange keine mehr gefunden hat. Hat Whitey dann doch noch einen gefunden. Und als wenn das noch nicht genug gewesen wäre, gab es dann doch noch einen Kampf mit einer Cheerleaderin, genauer gesagt mit einer Zombie-Cheerleaderin. Die konnte der Whitey heroisch, wie der gute Mann ist, natürlich besiegen. Und damit haben wir jetzt auch die Zombie-Cheerleaderin freigeschaltet. Aber das war noch nicht alles. Eine letzte Quest gab es dann doch noch für ihn. Diese Zombies zerstören mir immer wieder den Garten. Kannst du mir vielleicht helfen? Genau diese Dame wollte nämlich eine Quest von ihm haben. Also hat er den Garten wieder etwas aufgehübscht von der Dame. Das ist überhaupt kein Problem. Er hat ein paar schicke Eisenzäune dahingesetzt. Und als Belohnung gab es dann einmal natürlich so einen Fisch für ihn. Aber was viel wichtiger war als dieser komische Fisch als Belohnung, es gab noch die Dame hier zum Scannen. Und somit konnte er dann auch ohne Probleme das gruselige Mädchen scannen. Und damit ist dieser Rückblick auch hier schon wieder beendet. Und wir machen weiter mit dem richtigen Let's Play. So, da sind wir auch schon im Spiel drin, nachdem ihr hier gerade schon ein kleines Intro gesehen habt, was der Ego Whitey so gefunden hat in der Vergangenheit, während ich nicht dabei war. Weil wir ja das machen mussten, weil wir einfach keine andere Wahl hatten und hier einfach nichts mehr gefunden haben. Aber jetzt ist der Whitey zum Sumpfmonster mutiert, weil man kann nämlich durch einen gewissen Bug kann man, wenn man einen anderen Spielstand hat, das in den Spielstand mit übernehmen, den Charakter, den man da gerade hat. Von daher eigentlich ganz praktisch. Und jetzt versuchen wir natürlich noch die letzten Steine zu suchen, gell? Ja, 6 fehlen noch, dann haben wir endlich die 100. Dann könnten wir eine eigene Welt bauen. Das ist ja unser Ziel. Also unser Ziel ist ja erstmal die 100, der Meisterbauer zu werden. Eben, wir wollen ja der Allerbeste sein oder so ähnlich. Genau, genau. Der Meisterbauer ist das Ziel. Wir haben uns ja erinnert, hier wollten ja immer alle Fotos von Sumpfmonstern haben. Deswegen haben wir uns gedacht, gehen wir erstmal hier hin. Okay, die will... Ja. Ah, ich habe hier schon die erste Quest erfüllt, aber es waren leider keine Sumpfmonster-Quest. Das so. Waren leider nur Münzen. Es ist auch so, Freunde, also das Sumpfmonster ist auf meinem Spielstand, ja. Und wie der Drachenbursche gerade schon sagte, kleiner Bug, man kann den dann da so rüber mit rübernehmen. Wir haben den hier aber nicht verfügbar. Das heißt, wenn ich jetzt gleich einen dummen Fehler mache und irgendwie rausgehe oder so, oder ja, den falschen Knopf drücke zum Charakter wechseln, dann ist der weg. Ja, und das ist nämlich das Problem. Deswegen werde ich jetzt erstmal bei mir das Sumpfmonster behalten, um zu hoffen, dass wir irgendwie die ein oder andere Mission damit machen können, damit wir halt die 100 Steine zusammen bekommen. Genau. Und ich nehme mal hier die... Oh, man kann sich also in eine Spinne verwandeln, wenn man die Spinnenlady hat übrigens, wollte ich dir an der Stelle nochmal sagen. Okay, das ist ja cool. Ja, ich habe mir das nicht so weiter angeschaut. Ich habe da, wie gesagt, ja, also ich war alleine auf der Suche nach dem Sumpfmonster gewesen. Ja, ja. Und ja, dann sind mir halt die Spinnenlady, das gruselige Mädchen, der 3-Tage-Bart, Sumpfbandit ist mir vor der Nase gelaufen. Auch ein goldenes Steinchen, ja. Die sie nicht vermeiden, der goldene Stein. Die sie einfach nicht vermeiden. Aber ich muss sagen, ich habe 4 Stunden habe ich nach dem Sumpfmonster gesucht. Ich habe es nicht gefunden auf unserem Spielstand. Und dann bin ich 5 Minuten auf meinen gegangen und Sumpfmonster. Das ist auch schon wieder geil. Ich sehe hier schon wieder keine einzige Quest mehr, oder? Ja, gar nicht. Also goldene Steine-Quests sind hier auch schon wieder vollkommen Fehler. Das ist Fehlanzeige. Also hier, der will zum Wasser, aber ich bringe ihn jetzt zum Wasser, aber ob das was bringen kann. Das bringt, glaube ich, nichts. Ne? Ich glaube, ich werde jetzt auch nochmal hier mich in irgendeine Art von Gefährt schwingen und dann mich mal ein bisschen auf der Karte umschauen, wo es hier noch was geben könnte, was uns irgendwie weiterbringt. Da muss ich nur gucken, mit was ich nehme. Alien-Angriffsschiff, das war doch immer cool. Die Spinnen... Oh, das glaube ich... doch. Ich glaube, es lebt noch mein Alien-Angriffsschiff. Aber hier ist ja echt niemand, also hier ist ja echt questmäßig gar nichts zu holen. Nein, absolut, also das ist, ja, was soll ich dir dazu sagen? Also wir sind, glaube ich, also das Spiel zu zweit spielen, es ist ja, glaube ich, einfach nicht darauf ausgelegt, dass zu zweit gespielt wird. Aber wir haben gesagt, die letzten 6 Steine, die holen wir jetzt noch irgendwie. Irgendwie schaffen wir das schon. Ja, irgendjemand, müssen wir ja. Eben, irgendjemand finden wir schon noch, der uns irgendeinen goldenen Stein andrehen tut. Wenn wir Glück haben, wenn wir nicht Glück haben, dann halt nicht. So, aber der das wird Gute schon. Wird angegriffen hier, ich hole mal meine Trollkeule raus.
Hast du irgendwen gesehen, der irgendwas Goldenes hat? Also die Suche nach Drachen und so, das haben wir jetzt eh schon gefühlt aufgegeben. Aber da gibt's ja auch... Also es gibt ja Questreihen, wo man welche bekommt, und wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir diese Questreihen so nach und nach mal erfüllen können. Okay, ja. Was hast du da oben jetzt für mich? Gar nicht so uncool oder so? Aufgaben? Also es ist echt geil. Letztes Mal hatten wir doch hier ewig viele goldene Steine da gehabt in diesem Pilzgebiet. Da wurden die uns förmlich nachgeschmissen. Da hatten wir Sumpfmonster nicht. Jetzt haben wir Sumpfmonster, jetzt kriegen wir die Quests nicht mehr. Das ist so geil. Ich bin gerade auch nochmal auf dem Schrottplatz, aber goldene Steinmäßig... Das Spiel mag uns nicht. Nee, das Spiel mag uns echt nicht. Das goldene Steinmäßig schaut leider auch auf dem Schrottplatz. Oh, da sind gerade zwei aufgeploppt, zwei goldene Steine. Ja, bei mir auch eins. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt aber ist wieder weg, ja. Ich habe ihn auch kurz aufploppen sehen. Ich gehe mal zu dem hin, vielleicht sagt er uns irgendwas. Haben wir den Adler eigentlich schon freigeschaltet gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Du fragst mich Dinge. Ich weiß es auch nicht. Also ich weiß es nicht mehr. Ich land ihn jetzt mal, weil Fisch haben wir auf jeden Fall dabei. Schauen wir mal. Ich hab gerade die Aufgabe gehabt hier mit dem goldenen Steinchen. Warum hat er sie denn jetzt nicht mehr? Wenn du Missionen absolvierst, okay, nee, wir haben keinen Fisch mehr anscheinend. Gegenstände ganz in der Nähe. Aber man kann, also mir wurde in den Kommentaren geschrieben mehrfach, dass man diese Kisten hinbauen kann, wo die die Sachen drinne sind. Der Missionsgeber wartet geduldig darauf. Naja, die Fischkiste zum Beispiel, wenn man die kaputt schlägt, dann kommt angeblich teilweise auch Fische raus. Tatsache, okay. Das will ich jetzt auch nochmal ausprobieren, nachdem das doch mehrfach in die Kommentare geschrieben wurde. So, jetzt müssen wir gucken, wir haben so viel Zeug mittlerweile, das ist echt übel. Weiß gar nicht mehr, wo die Fischkiste war, ehrlich gesagt. Also ich habe, glaube ich, mittlerweile auch rausgefunden, wofür die grünen Punkte stehen. Die grünen Punkte müssten erledigte Aufgaben sein. Vorher sind die sonst pink und hier sind zwei goldene Steine bei mir. Hier ist mit dem Sumpfmonster, beide. Komm mal schnell her. Ich will noch hier kurz den Adler holen. Ich kann kein Selfie machen, oder? Kann ich doch, ne? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall liegen... Ah, jetzt bekomme ich auch den Fisch. Sehr gut. Ja, das hat funktioniert mit den Kisten. Danke nochmal für den Tipp. Wenn du Missionen absolvierst, sind viele Gegenstände ganz in der Nähe. Aber einige erfordern womöglich eine Reise auf eine andere Welt. Keine Angst, der Missionsgeber wartet geduldig darauf. Wunderbar, Leute. Hoffentlich klappt es jetzt auch, weil offiziell haben wir das Sumpfmonster ja nicht. Oh, ich kann den Adler immer noch nicht entdecken. Willst du mich verarschen? Ich habe doch gerade eben die Quest gemacht, wo ich ihn bekommen habe. Ich komme zu dir geflogen, warte kurz. Sehr gut. Bin auf dem Weg zu dir. Es kann sich nur um Stunden handeln. Nein, der Adler fliegt ja eigentlich recht schnell. So, boah, gib uns ja gleich die goldenen Steine hier. Ja, zwei goldene Steine mehr wären auf jeden Fall schon ein sehr guter Anfang. Oh, ich schwinge mich zu dir. Es kann nicht mehr so lange dauern. Ah, alles gut, mach mal. Ich lasse auch den Controller gerade los, weil ich habe, du glaubst gar nicht, wie übelst Angst ich habe, den falschen Knopf zu drücken. Ne? Da kannst du dir nicht vorstellen. Die Nervosität ist groß. Ja, absolut, gut. Ja, deswegen, ich bewege mich gar nicht. Ob ich jetzt gerade geguckt habe, wie man... Whitey ist zur Salzsäule erstarrt oder so. Na, komm, jetzt mal, ich bin gerade doch relativ weit weg von dir schon, das tut mir leid. Ach, alles gut, mein Gott, lass dir Zeit. Ey, lass jetzt den Whitey noch ein bisschen zappeln lassen, das ist doch auch mal was. Weißt du, wenn wir überlegen, dass wir in den letzten Parts in über 1,5 Stunden nur ein goldenes Steinchen gefunden haben, ne, dann können wir auch eben 2 Minuten hier warten, muss ich sagen. Ja. Also das ist gemeint, die hellblauen Quests, das sind die wir noch nicht gemacht haben. Oder das sind die grünen, die wir noch nicht gemacht haben? Die grünen haben wir schon, die lilanen haben wir noch. Die lilanen, okay, genau. Also wir müssen nach lila Quests jetzt Ausschau halten vor allem und ja. Rot war ja immer irgendwelche Städte, das weiß ich auch noch. Genau, und was war da? Dungeon nochmal? Ah ne, Dungeon war rot, gell? Lila können, also irgendwas war auch noch Städte, keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr genau, was das war. Aber das sehen wir dann schon. So, ich bin jetzt gleich bei dir, hoffe ich. Das ist sehr nett. Ja, doch, ich sehe da unten schon. Ich sehe dich auch schon. Da kommt der Mann mit dem Adler. René ist im Anflug. So, da bin ich auch schon. genau. So, lass das Ding da ruhig in Ruhe da, das ist scheißegal. Ja, so, die Quest nehmen wir an. Nein, ich will nicht aufgeben. Nein, ich will die Quest machen. Möchtest du die Quest aufgeben? Nö, möchte ich nicht. Nein, die ist ja schon aktiviert, deswegen. Achso, die ist schon aktiviert. Okay, dann. Alles aktiviert. Dann hole ich mal meine Kamera raus. Mach mal ein Foto von uns. Ups, falsche Taste. Genau. Nee, scheint er irgendwie nicht zu mögen. Doch, also ihr seid zumindest beide drauf, aber zählt anscheinend doch noch nicht dein Sumpfmonster, was du hier hast. Du verarschst mich, oder? Nein, ich kann noch mehr Fotos machen, aber es funktioniert irgendwie nicht. Wie kann ich denn nochmal ein Selfie machen? Das ging doch auch, oder nicht? Ich weiß es. Ging Selfie? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Warte mal. Möchtest du die Aufgabe aufgeben? Soll ich mal machen? Vielleicht willst du die mal an? Ja, vielleicht so. Ich mach mal. Drück du die mal. Okay, welche hast du aufgegeben? Hier die. Okay. Nein, ich wollte mich nicht in eine Spinne verwandeln. Ich wollte mit dir reden. So, man erzählt sich Legenden von einem Sumpfmonster, ja. Okay. Die Legenden möchte ich auch gerne sehen. So.
Also er ist zwar mit Sumpfmonster, aber es wird auch nicht, also du wirst auch nicht markiert, obwohl du neben ihm stehst. Okay. Oh, tu mal die Kamera weg. Tu mal die Kamera nochmal weg. Ja, warte. Aber ich glaube fast, dass das... Mann, hör auf jetzt! Tu die Kamera weg! Sie laufen dir hinterher, sehr schön. Nee, na, nee, aber ich glaube, jetzt ist er eh weg. Der eine hat jetzt auch schon... Okay. Nee, ich glaube fast. Ich befürchte fast, das wird eher nichts mehr. Oh Mann, ey, ist doch kacke. Da brauchen wir schon ein richtiges Sumpfmonster, damit es funktioniert. Scheiße, ein offizielles also. Oh. Ja, genau so, ein offizielles. Eins mit Lizenz brauchen wir. Aber immerhin, wir haben jetzt, der Wille war da. So, naja, aber dann müssen wir uns irgendwo eine andere Quest tun, die wir noch nicht gemacht haben. Das irgendwo, ist doch so eine Scheiße. Irgendwo eine lilane Quest. Sorry, da ich das so sage, aber das ist einfach so. Nee, das würde ich auch gar nicht anders, das kann man auch gar nicht anders, ich will nicht schon wieder eine Spinne werden, das kann man auch gar nicht anders sagen, als dass das etwas doof ist. Genau. Ja, sehr ärgerlich, weil die Frage ist ja, wo kriegen wir denn jetzt noch sonst die goldenen Steine her, ne? Das ist ja... Ja, das ist eine gute Frage. Hier ist auch nochmal ein goldener Stein angezeigt. Ja, hier oben wahrscheinlich. Ich glaube, der wird angegriffen da. Warte mal. Kann das... Naja, ich weiß, ich sehe aber niemanden mit goldenen Steinen hier. Das ist das, was mich gerade so ein bisschen irritiert. Da unten ist nur irgendwo einer eingegraben, aber... jetzt haben wir den Hai zumindest besiegt. Ne, den Hai hast du nicht besiegt, oder? Ne, ich jetzt. Jetzt ist er halb besiegt. Jetzt, irgendwas passiert, irgendwas passiert, aber auch irgendwie nichts. Der Typ ist doch neu hier. So einen haben wir doch noch nicht gescannt, oder? Wen? Der hier rumläuft. So einen habe ich noch nicht gesehen. Bergsteiger? Doch, anscheinend haben wir den auch schon gemacht. Okay. Okay. Ja. Möchtest du die Aufgabe aufgeben? Ja, eigentlich nicht, aber... eigentlich wollen wir es nicht, aber wir haben keine Ahnung. Dahin ist noch ein neues goldenes Steinchen da vorne aufgetaucht. Ich sehe schon, ich schaue gerade hin, aber das ist, glaube ich... Bei dem Taucher nicht, ne? Nee, das ist... Und das Spiel ist auch schon wieder schon wieder aufgehängt bei mir. Nochmal Welt wechseln hier, oder? Ich würde sagen, wir bleiben erstmal in der Welt. Ich bin jetzt auch gerade hier schon wieder am Runterfliegen. Ist ja eh eine größere Welt, oder? 40.000, ja. Ja gut, dann fliege ich jetzt einfach nochmal hier ein bisschen rum in der Welt und schau mal in eine andere Ecke von der Welt vielleicht noch. Straßenplatte Einbindung haben wir gefunden, ja schön. Vielleicht nochmal in eine andere Ecke von der Welt schauen, ob wir da noch irgendwelche neuen Quests finden. Haben wir denn schon alles gesehen auf der Welt hier? Ne, wir haben 64% gesehen. Das ging aber jetzt eigentlich auch recht schnell, die 64%, oder? Ja, schon. Ist überhaupt eine 40.000er? Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Weil das wäre doch ein bisschen schnell gewesen für eine 40.000er, oder? Ja, das ist aber, das war eine Welt, die wir schon mal besucht haben. Ach so, das war, die kennen wir schon, die Welt. Ja, also. die kannten wir schon. Ne, ist nur eine 10.000, habe ich mir vertan. Aber ach, die kannten wir schon. Ach so, die kannten wir schon. Ja, das ist natürlich was anderes hier. Oh, was ist denn hier? Oh, das haben wir noch nicht gehabt. Das ist so ein, was ist denn das, bitteschön? Das ist so ein Tempel in den Bergen drinne. Ist aber neu. Okay. Haben wir noch nicht gesehen gehabt. Hier ist auch noch ein Kristallgebiet. Oh, doch, hier lohnt es sich auf jeden Fall herzukommen. Oh, schön, wir haben doch nochmal was Neues entdeckt. Sehr gut. Ich bin unterwegs, mein Freund. Das ist gut. Hier gibt es sogar Zelte. Ja, schön. Ich bin doch etwas begeistert. Komme ich da hoch? Ah, da muss ich die Leiter wahrscheinlich hochlaufen. Hier, okay. Ich bleib jetzt mal einfach der Astronaut. Ich weiß, das ist nicht so spannend, wenn ich da nicht so abwechsel, aber ich habe das Gefühl, dann funktioniert der Sturz nicht so ab, wenn ich die Standardcharaktere habe. Okay, ich kann hier auch eine Quest machen. Und tschüss, ihr... Diesem Tempel fehlt noch ein Dach. Kannst du eins bauen, damit die Ruinen besser geschützt sind? Ja, können wir... Sicher können wir das. Das wird wieder richtig schön. Das wird der schönste Tempel aller Zeiten. Ich sehe schon kommen. Das ist wieder so ein Tempel, der wieder katastrophal am Ende ausschaut. Aber ist es wurscht. Okay, ich gehe mal rein, wenn du nichts dagegen hast. Nee, schau dir ruhig mal den Tempel an. Was ist denn da drin? Ein Yeti, Alter! Ah, schön, das ist hier so... Aber das ist auch witzig, weil hier eigentlich überhaupt keine Berglandschaft sonst ist. Aber gut, schön, dass man nochmal Sachen entdeckt, neue Sachen, die wir auch noch nicht gehabt haben. Machst du aber wunderschön hier, muss ich sagen, also... Das ist das schönste Dach, was du jemals gesehen hast, absolut, bitte. Absolut, also... Da kannst du dich, also wirklich... So ein schönes rotes Dach, das hat nicht jeder auf seinem Tempel. Da freut sich selbst das gruselige Mädchen drüber. Ja, eben, das denke ich mir aber auch. Also hier, so ein schönes Dach jetzt, da regnet es auch gar nicht rein oder so. Nein, absolut also, nicht. Überhaupt nicht, das ist komplett dicht und so. Oh, ich glaube, wir sind fertig. Oder? Yeah. Au! Was war denn das? Ach, du warst... Entschuldigung, das war... Du kannst wirklich toll bauen. Bist du fertig? Ich denke schon. Hier ist ein Zelt. Oh, wir kriegen eine Brezen. Naja, besser als nix. Können wir die... Der hat aber noch eine Aufgabe, nicht? Ja, irgendwas hat er noch nicht ganz fertig hier. Ist echt? Du kannst wirklich toll bauen, bist du fertig. Ja, der will es auch noch einfärben, will das jetzt auch noch haben. Genau, der hat noch eine Aufgabe. Jetzt wird gemalt. Laut Tradition soll das Dach eine auffällige Farbe haben, damit es vom Gebirge abhebt. Würdest du es für mich streichen?
Er sagt aber nicht, was für eine Farbe er haben will. Ja, dann kannst du einfach mal. Ja, dann suchen wir ihm doch irgendeine richtig schöne, so rosa Tempeldach, oder? Oder grüner Schleim. Grüner Schleim, finde ich, ist eine tolle Art fürs Tempeldach. Wird der alle, also das wird echt der schönste Tempel von allen. Da kann man sich echt nicht beschweren. Ich hab's schon fertig. Ach so, ja, ich wollte hier gerade trotzdem noch ein bisschen grünen Schleim einfärben. Egal. Oh, wir kriegen auch noch Eis. Das ist aber nett von dir. Haben wir aber schon. Eis brauchen wir gar nicht. Ich hab gehört. Aber er will noch mehr haben. Er will trotzdem noch mehr haben. Ja, da sitzt der Yeti fest. Den müssen wir da rausholen. Okay. Das heißt, gut. Einmal hier nochmal frei bauen. Zack. Gut, du hast den ganzen halben Tempel mit abgerissen. Auch okay. Ja. So, und jetzt kannst du aber mit dem goldenen Steinchen rüberwachsen hier, nicht? Ja, immer noch nicht. Immer noch eine Quest hat er auch für uns. Lange kein Essen. Bring Essen für den Wenn Yeti. Wenn du Missionen absolvierst, sind viele Gegenstände ganz in der Nähe. Aber die denn einige erfordern womöglich eine Reise auf eine andere Welt. Keine Angst, der Missionsgeber wartet noch ein geduldig Apfel, darauf, dass du keinen grünen Apfelbaum oder so? Doch, haben wir. Ich glaube, wir haben auch eine Apfel... Also entweder haben wir einen Baum oder eine Kiste. Ich bin mir genau sicher. Ich schaue auf jeden Fall mal nach bei uns gerade hier. Ich bin gerade schon hier am Suchen. Du kannst aber auch gerne nochmal suchen. Ich suche mit. Also Apfelbäume hatten wir auf jeden Fall, das weiß ich. Also rote Apfelbäume weiß ich. Ich weiß nicht, ob wir grüne auch hatten. Doch, da ist ein grüner Apfelbaum. So, dann bauen wir hier mal ein paar Apfelbäume hin. Die darfst du dann gleich kaputt machen, in der Hoffnung, dass dann auch ein paar Äpfel runterfallen. Ja, da liegen schon ein paar Äpfel, aber die können wir noch nicht einsammeln, glaube ich. Nee, die kannst du doch, nicht einsammeln. Doch, hier ist der Äpfel. Hier ist der erste Dung. Das funktioniert. Das ist eine gute Taktik, dass man jetzt jederzeit okay. Können wir uns selber das Zeug wiederholen. Müssen wir uns auf jeden Fall bedanken. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Ja, hier, Quest und so. Er kämpft gerade gegen den Yeti, glaube ich. Wer? Der Typ auf jeden Fall will uns die Quest nicht wiedergeben. Ist der doof? Nicht umbringen. Nein, den brauchen wir doch. Du musst nicht den Typ, du musst den Yeti die Aufgabe machen. Wo ist der Yeti hin? Ja, der rennt gerade weg vor Angst. Ja, würde ich auch Angst kriegen. Komm her, hier, hasse. Ne, ich hab den Apfel nicht. Du musst die machen. Ah, vielleicht ist es auch der hell. Vielleicht braucht man hellgrün und keinen dunkelgrünen Apfel. Jetzt bleibst du da, du blöder Yeti. Bleib da. Jawohl. Lange kein. Okay, Quest angenommen. Okay, jetzt hat er sich auf jeden Fall wieder beruhigt, der Yeti, glaube ich. Was war der denn jetzt für eine Aufgabe? Ach so, du bist bei dem noch. Okay. Ich bin schon beim Yeti. Ich versuche schon mit dem Yeti zu reden. Annehmen. Lange kein Essen. Wenn genau, du Essen bringen. Absolvierst, nee, der will einen hellgrünen Apfel. Der dunkelgrüne Apfel passt ihm natürlich. Aber einige erfordern womöglich eine Reise. Aber hier auf ist ein hellgrüner Apfelbaum, glaube ich. Keine Angst. Der Missionsgeber Apfelbaum wartet grün. Genau, darauf, wir müssen nur normales Grün. Kommst. Aber dann hauen wir einfach den Baum hier kaputt. Oder hast du den bei den hast nicht du hingehauen, oder? Ich habe da nichts gemacht. Ne, ich hätte ihn jetzt erstmal gescannt an deiner Stelle. Der war nicht. Den konnte man nicht scannen. Den scheinen wir schon zu haben. Also müssen wir auch noch irgendwo einen normal grünen Apfelbaum haben. Hast du denn jetzt einen normalen Apfelbaum? Ich sehe bei uns momentan noch keinen normal grünen Apfelbaum, aber vielleicht ist der noch irgendwo... Da unten ist er, der ist nicht bei den anderen... Klar, die Apfelbäume haben sie nicht nebeneinander gemacht. Da, hier, bitteschön. Boah, jetzt geht mir der Sprecher wieder auf den... Mein Gott, der erzählt mir zum vierten Mal dieselbe Scheiße hier. Das ging mir letzte Mal schon voll auf den Geist. Was soll denn der Scheiß? Naja, Hauptsache wir haben unsere grünen Äpfel jetzt. Jetzt gehen wir nochmal nach oben und machen diese Quest. Ich hoffe ja, dass wir irgendwas bekommen. Ich meine, wir haben jetzt 5 Quests für die gemacht. Also bitte, wenn wir da nicht was bekommen, dann weiß ich auch nicht weiter. So, gar was sagst du dazu? Ja, wenn lange du kein Missionen Essen. Absolvierst, sind viele Gegenstände jetzt hat der andere wieder eine Mission für uns. Aber einige erfordern womöglich eine Reise auf ein Foto eine mit dem Yeti. Welt. Schnell ein Foto mit Keine dem Yeti. Angst. Ich habe die Aufgabe noch nicht angenommen. Der wartet geduldig darauf, jetzt. Dass du zurückkommst. Okay, ich habe den Stall dafür freigeschaltet. Foto mit dem Yeti machst du? Oh, der jetzt hat einen goldenen Stein. Angeblich. Ja, ich mach's selber. Schieß doch das Foto, verdammte Angst nochmal. Und. Hab ich doch gemacht. Mach mal da aus. Das ab. Jawoll! Ich hab nichts bekommen, aber wir haben's bekommen. Ja, der goldene Stein. Also mir wird gerade angezeigt, erfahrener Bauer, dass wir einen mehr haben. Ja, das... Jetzt ist der Tod, der Typ. Sorry. Hauptsache, wir haben unser Zeug bekommen. Das ist das Einzige, was zählt. Wir haben mal wieder einen goldenen Stein bekommen, Whitey. Wuhu! Ein goldener Stein, eine Part. Ich bin stolz auf uns, aber wir haben einen bekommen. So, hier ist irgendwas Lilanes. Ich werde mal graben. Warum ist das denn hier so... Warum ist das denn rund? Der hat wieder Aufgaben für uns. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, hast du nicht gemeint, Rosa sind die Quests? Wollte ich auch gerade fragen. Schnell, bitte mach ein Foto von mir mit dem Yeti. Noch ein? Ja klar, komm her, Digga. Du kannst alles haben. Wo ist denn der Yeti? Unten. Kannst du dich mal als Yeti machen? Schon dabei, ja. Wo bin ich denn? Einmal zum Yeti werden. So. Ja, bitteschön. Ich bin ein schöner Yeti. Hau doch nicht ab! Er hat Angst, glaube ich, vom Yeti. Okay, bist du dabei beim Foto machen? Ja, ich bin dabei, aber irgendwie... Fotograf Whitey, einfach schießen die Fotos. Ja, hä? Nein, die Aufgabe ist gar nicht mehr... Ist die gar nicht mehr aktiv? Hör doch auf, wegzurum, sag mal, bist du doof?
Wir haben die Quest ja jetzt eh gemacht, von daher ist es jetzt ja auch. Hör auf! Ich glaube, es zählt als abgeschlossen. Ich würde sagen, es zählt als abgeschlossen, oder? Komm mal her, eben schnell. Haben wir einen Rahmen eigentlich schon freigeschaltet gehabt? Ich weiß nicht. Kannst dich mal eben daneben stellen, einmal nochmal versuchen, bitte. Einmal nochmal versuchen. Jederzeit. Einmal bitte nochmal versuchen. Ah, ich bin ein böser Yeti. Der wird dir nicht, also der zeigt dich nicht an als, Ja, das ist dann wahrscheinlich dasselbe Problem, was wir vorhin auch schon hatten mit dem Sumpfmonster, weil es wahrscheinlich... Ich versuche jetzt mal bei dem anderen Yeti, der soll mal runterkommen hier, der Typ. Komm mal runter, ey. Wenn du Missionen absolvierst, oh, Mann, ich bleib mal weiter, Yeti. Schauen wir mal, ob wir für die hier noch ein paar Quests machen können, vielleicht. So, kann ich mal bitte eine andere Welt. Typ, bitte? Keine Angst, hallo, der bitte. Missionsgeber wartet geduldig darauf, dass du zurückkommst. Viele Gegenstände ganz in der Nähe. Aber einige erfordern womöglich eine Reise auf eine andere Welt. Ich hätte mir nicht Schöneres vorstellen können. Ja, hallo, eine grüne Beere. Wartet geduldig darauf, dass du zurückkommst. Ich mach noch mal ein paar von diesen komischen Sumpf, von diesen Kristallviechern hier, dass wir vielleicht da mal noch alle Quests machen. Da haben wir ja auch noch nicht alle gemacht, oder? Nee, ich glaube nicht. Okay, welche Kristalle muss man da kaputt machen, damit man da was... Ah, das wahrscheinlich diese Dinger hier, oder? Der hat aber immer noch Missionen für uns, weil... weil das noch nicht grün ist hier. Vielleicht hat das Spiel bloß nicht gecheckt, dass wir das schon gemacht haben. Könnte ich mir auch vorstellen. Also, dass wir... Naja, ist ja wohl Schatz, wir haben den goldenen Stein bekommen. Ja, ja, das. Hier gibt's auch einen goldenen Stein übrigens. Aber ich glaube, die wird gleich angegriffen. Da brauche ich die... Ich komm, warte. Ich warte auch. Ich habe meine Waffe... ohne mich. Ich mach gar nichts ohne dich. Ich warte auf dich. Ich habe die Trollkeule bereit. Weil da sind nämlich drei von diesen Viechern hier. Ah, ich sehe sie, ja. Ich sehe sie schon. Okay, wenn du bereit bist, hast du eine Trollkeule? Ich habe die Trollkeule bereit. Okay, dann ab dafür. Okay, bin bereit. Ah. Ich glaube, das sind gar nicht die Gegner, oder? Ich glaube, sie will irgendwas... Da doch, ist da, jetzt kommt sie raus. Wow. Okay. Nein. Okay, wir haben zwei einmal besiegt. Da hinten kommt noch einer. Da kommt einer. Wo kommt er denn her? Nein. Was war das denn, Alter? Er kommt angerollt wie so ein Stein. Wenn du Missionen absolvierst. Schön. Vor dem, den hatten wir noch nicht, den Typen hier. Ganz in der Nähe. Aber einige erfordern womöglich eine Reise auf eine andere Welt. Goodness. Keine Angst. Der Missionsgeber wartet geduldig darauf, dass du zurückkommst. Dafür wird's einen roten Kristall bekommen. Also langsam kriegen wir auch diese kleinen Typen hier voll. Die haben wir auch bald alle. Also dann ist wirklich hässlich. War es auch. Die Meltox haben wir jetzt auf jeden Fall. Mal schauen, wen wir da noch brauchen. Kann man den denn? Die kann man ja immer noch nicht nehmen, ne? Doch, kann man. Achso, es sind solche Charaktere, die man nur. Ja, genau, da ist wieder große Troll da. Das ist auch wieder Geist. Den kannst du spielbar nicht benutzen. Achso, aber du kannst ihn auch irgendwo hinspawnen, theoretisch, den Geist. Ja, genau. Das geht. Okay. Mhm. So, Herr Adler, bleiben Sie doch mal da. Ich hätte hier noch Fische für Sie. Wenn du Missionen endlich hat's geklappt. Sind viele Gegenstände der ganz in der Nähe. Die Aufgabe aber einige erfordern womöglich eine Reise auf eine andere Welt. Keine Angst, der Missionsgeber wartet geduldig darauf, dass du zurückkommst. Oh, Adler, wunderbar. Ja, jetzt können wir auch jederzeit einen Adler spawnen. Mir wurde in den Kommentaren übrigens auch noch geschrieben wegen den anderen, weil wir das auch erst nicht gar nicht hingekriegt hatten. Wegen? Mit den T-Rex und so. Anscheinend war der wirklich betäubt. Wir haben ihn bloß dann ganz kaputt geschlagen. Da hätten wir noch mehr aufpassen müssen. Okay. Wurde mir auch noch in die Kommentare geschrieben, dass wir, falls wir mal wieder in so einem Gebiet sind und einen T-Rex sehen, dass wir zwar wieder auf ihn einprügeln, aber ihn... Vielleicht doch aufpassen, dass wir ihn nicht ganz töten. Oh, hier ist was Blaues. Da ist hinten wieder ein goldenes Steinchen. Siehst du das bei dir auch? Ja, sehe ich. Ist das wieder da, die Alte? Ich weiß es nicht. Ich versuche gerade... Ja, ist die Alte schon wieder. Ist die Alte? Okay, dann probieren wir es. Dann holen wir nochmal unsere Trollkeule raus. Ups. Mir wurde... Nein, ich will nicht die... Auch nicht das gruselige Mädchen. Nein, ich will die Skaterin. Genau, die haben wir noch nicht. Karotte. Ich tue mir nämlich schnell noch eine Waffe hier nehmen. Rote Beeren, dunkelgrüne Beeren. Mittlerweile haben wir auch echt schon viel Zeug. Ich nehme mal die Pistole, die ist eigentlich auch recht mächtig. Ah, jetzt geht schon los, nein! Ach nee, geht noch nicht los. Warte. Ich bin am überlegen, ob ich die nicht irgendwie auf so einen Berg nach oben packen soll. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, ich würde jetzt schon loslegen. Ja, dann schieß. Aber ich glaube, die da rumlaufen, das sind eh nicht die Gegner. Die kommen erst raus, die Gegner. Das sind die normalen. Da sind Gegner. Alter, das ist doch nicht mehr feierlich, was die... Ey! Ey, lass die Frau in Ruhe! Ist die schon wieder tot, oder? Nein, noch nicht. Okay, dann mach ich den anderen auch noch kaputt. Gut, wo sind noch welche? Du da oben ist noch ein blauer. Komm her. Ey, nein. Nein. Alter, du. Es ist zum Kotzen mit ihnen. Es ist hier ist sofort das nächste blaue, das Goldene. Hier nochmal dasselbe hier.
Okay, warte mal, ich nehme mal kurz die Keule. Ich glaube, die Keule. Mein Gott, Alter, du kannst gar nichts machen. Du kannst gar nicht reagieren. Weil das Problem. Ach, mein Gott, nee. Schon wieder verkackt. Ja, die Trollkeule ist zu langsam. Die Trollkeule ist einfach zu langsam. Okay. Ich nehme das Gladiatorenschwert. Mein Gott, nee, hau du Troublemaker. Das ist kein goldener Stein, glaube ich. Das, nein, nein, ist er auch nicht. Sieht nur auf den ersten Blick so aus, als wäre es ein goldener Stein. Ja, der ist so nebenbei hergelaufen, so weißt du. Aber es ist ganz gut, dass wir jetzt in dem Gebiet hier sind, weil hier haben wir noch nicht so viel gemacht. Ja, hier kommt auch. Den roten habe ich schon gegeben. Die rote Quest müssen wir nicht machen. Grün? Ah, grün hatten wir noch nicht. Schön, dann können wir den auch noch scannen. Haben wir gelb schon gemacht? Gelb und blau fehlen uns, glaube ich, noch, oder? Okay, ja, grün haben wir jetzt. Ich kann nochmal gucken. Ja, den haben wir nicht. Und den haben wir auch nicht. Okay, gelb fehlt uns auf jeden Fall noch. Dann müssen wir schauen, dass wir die gelbe Quest auch noch irgendwie bekommen, oder? Hoffentlich. Weil, blau hatten wir, glaube ich, schon. Also einen hatten wir auf jeden Fall schon vorher. Ist auch krass, wie viele verschiedene es von diesen Viechern gibt überhaupt. Naja, ist gut, dass wir nochmal ein bisschen hier im Kristallgebiet unterwegs sind. Genau, die roten hatten wir auf jeden Fall schon. So, jetzt ist hier irgendwas Blaues gespawnt. Das ist doch die, genau, das ist doch die Verkäuferin, ne? Wo ist die? Die Händlerin, ich weiß nicht, die da kommt, immer, sie. Bei, die kommt so. Immer in der Nacht angeflogen. Sehr gut, dann kann ich mir jetzt nämlich ganz gepflegt mein neues Herz kaufen. Okay. Dann bin ich auch fast voll mit der Herzen. Oh, ist auch nicht schlecht. Eins fehlt noch, dann bin ich komplett. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, den blauen haben wir auch noch nicht. Okay, blau brauchen wir auch auf jeden Fall noch. Blau brauchen wir noch, warte, ich kaufe dir einen hier, warte. Hab ich gekauft, kannst du benutzen. Gut, dann benutze ich den gleich hier an dem hier. Dann haben wir nämlich dann machen wir die nämlich endlich wenn mal fertig hier. Wenn du Missionen hier absolvierst, sind viele Gegenstände ganz in der Nähe. Aber einige erfordern womöglich eine Reise so, auf eine Steinchen, andere Welt. So, goldene Steinchen, von mir aus kannst du hier wieder keine auftauchen. Angst, ich bin bereit der Missionsgeber wartet geduldig darauf, dass du zurückkommst. Ja, also hier gibt es auf jeden Fall nochmal goldene Steine. Hier lohnt sich auf jeden Fall nochmal hier zu gehen. Genau, jetzt haben wir grün haben wir jetzt, blau haben wir jetzt, rot haben wir jetzt. Ich glaube, den orange, haben wir den orange-gelben auch schon? Orange-gelb? Naja, von diesen Viechern da. Von diesen, was weiß ich, was es für Viecher sind. Ich schau gerade nochmal kurz. Bei Reittieren ist er auch nicht, oder? Doch, da müssen die dabei sein. Ja, doch, wir haben jetzt, glaube ich, ja, vier haben wir jetzt. Also orange haben wir, blau haben wir, rot haben wir, grün haben wir. Ich glaube, wir haben alle, oder? Ich glaube, das müssten alle gewesen sein. Ja, doch, wir dürfen jetzt alle haben. Das ist gut, weil die Kristalle, die, glaube ich, brauchen wir auch nochmal in anderen Welten oder okay, so. Okay, das goldene Steinchen ist wieder gespawnt. Sehr gut, ich komme zu dir. Ja, irgendwann müssen wir das doch schaffen, oder? Ja, es wird zumindest langsam mal Zeit. Aber es ist zumindest gut, dass wir hier nochmal in einem Gebiet sind, wo es auch ein paar Sachen gibt. Cupcake 3. Yay! Die Juwelendiebe, die können wir irgendwie auch noch nicht freischalten. Die will uns auch irgendwie keine Quest geben. Keine Ahnung, was die da gegen uns so, hat. So, das goldene Steinchen ist wieder weg. Danke dafür, Spiel. Oh Mann, zu früh gefreut, zu früh gefreut. Rapier habe ich noch hier. Jetzt will die erstmal ein Eis haben. Ja, hier, komm, weißt du, du kannst auch, ich kann dich auch so Eis verwöhnen. Eis haben wir genügend da, oder? Ich verwöhne die auch so mit Missionen, das ist mir ganz egal. Wir verschenken einfach Eis, wir machen uns einfach ein bisschen beliebt hier. Eis aber ist immer gut. Aber kann es sein, dass wir vielleicht die lilanen Aufgaben erstmal alles machen müssen und weil irgendwann kam es ja zu dem goldenen Steinchen jetzt hier mit dem Yeti, mit dem Foto, weißt du, wie ich meine? Ja, dass wir vielleicht mal zu den lilanen Aufgaben reisen und einfach mal, machen. Ja gut, schadet ja nicht, aber ich glaube die einzige lilane Aufgabe, die uns momentan angezeigt wird, ist ja sowieso die... Ich habe drei. Du hast drei? Okay, mir wird nur eine angezeigt, aber die eine, die wir schon gemacht haben. So, hier ist niemand, der einen goldenen Stein für uns hat. Sondern die anderen. Da oben ist angeblich noch einer, aber die sind alle schon tot wieder, oder? Die da angeblich goldene Steine haben. Jetzt werden mir da hinten zwei Gold... Jetzt werden sie mir nicht mehr wieder angezeigt. Sind sie auch schon wieder gestorben? Nee, die wurden mir bei dir angezeigt, aber dann waren sie wieder weg. Ja, das sind wahrscheinlich die hier sein sollten, aber nicht hier sind. Ich glaube, den einen da oben, den hat man noch nicht gemacht, oder? Der da so ein bisschen auf den Berg angezeigt wird. Das alte Leckmuschelspiel hier. Leckt schon wieder? Gemein, ja, bei mir ist die Welt nicht da. Das ist traurig. Okay. Hier ist aber eh der Rand von der Welt schon. Also hier ist schon echt... Hier geht's nicht mehr weiter. Aber ich find's gut, dass wir jetzt zumindest mal diese ganzen Charaktere hier, die so hier rumgelaufen sind, freigeschaltet haben. Das ist doch schon mal ein ganz ordentlicher Anfang. Boah, Spiel, ne? Du könntest ruhig eine Sekunde schneller laden, ne? So ein paar Lego-Steine zusammenpflastern. Ist witzig, wenn du jetzt ein goldenes Herz, ein Herz gekauft hast, jetzt hat's auch für mich mitgezählt. Ernsthaft? Also, wenn du neue kaufst, zählst für mich mit, aber wenn ich aus dem Spiel rausgehe, sind sie wieder weg. Aber es ist schön, schön zu wissen zumindest, dass ich jetzt ein Herz mehr habe. Jetzt habe ich immerhin fünf. Schon mal ein guter Anfang. Und gibt es nichts mehr? Nee, ich glaube, jetzt haben wir hier aber auch das Gebiet schon so ziemlich abgeschlossen. Wie gesagt, die anderen Goldenen da, die können wir irgendwie nicht bekommen.
Da sterben uns die Leute einfach zu schnell weg. Auch wenn es natürlich schön wäre, wenn wir die noch bekommen könnten. Aber irgendwie befürchte ich fast, wird das schwierig. Okay. Das meinen jetzt immer Mann! Du verzweifelst hier schon wieder, ich sehe schon. Ja, das Spiel lädt nicht und es lädt nicht. Und was ist das denn hier? Hier haben wir noch eine Quest, aber die bringt mir auch nicht weiter, glaube ich. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.